So, wir rufen jetzt V02 nochmal auf und bitten den Antragsteller Dr. Philipp Schmargold auf die Bühne, um den Antrag vorzustellen. Du hast 3 Minuten Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, die Intention dieser ganzen Geschichte war, dass ich den Betroffenen die Möglichkeit, beziehungsweise einem Betroffenen die Möglichkeit verschaffen wollte, dass er hier bei uns meine 3 Minuten Redezeit nutzt, um seine Position klarzumachen. Das ist offensichtlich nicht gewollt gewesen. Hätte, so wie mir mitge... Also, ich bitte euch um ein faires Miteinander und auch bei dem Antragsteller, dass es bei der Einigung auch dann auch da das sagt, was dann die Wahrheit war. Deswegen möchte ich wenigstens kurz zum Inhalt noch mal was sagen. Natürlich ist es so, dass sich Opfer von sexueller Gewalt eine Verlängerung der Verjährungsfristen wünschen. Nicht alle, aber einige. Und denen sollten wir die Möglichkeit verschaffen, wenn die sich nach Jahren, nach Jahrzehnten trauen, zu sagen, was passiert ist und dass sie Opfer geworden sind, dass dann sozusagen daraus auch etwas resultiert, nämlich eine Untersuchung, vielleicht ein Prozess, vielleicht eine Therapie der Täter. Und diesem Gedanken sich zu verweigern, nur weil wir bisher alles nach einem Maß verjähren lassen, nämlich nach dem Strafmaß, der Bankraub wird am nächsten Tag angezeigt, vielleicht sogar am gleichen Tag, der Einbruch auch, diese sexuellen Straftaten werden Jahre, Jahrzehnte lang verschwiegen, deswegen sollten wir da die Möglichkeit schaffen, die wenigstens zu verdoppeln, das ist die Variante A. Variante B ist, sie komplett aufzuheben, aber das liegt sozusagen in eurer Hand. Entweder, dass wir uns als Partei weiterhin für den Status quo aussprechen, das heißt, wenn ihr den Antrag ablehnt, hieße das, die Verjährungsfristen bleiben so, wie sie sind. Die Odenwaldschule zum Beispiel, da trauen sich dann eben Schüler erst nach einer gewissen Zeit, ebenso in der katholischen Kirche, nach einer gewissen Zeit zu sagen, sie sind Opfer geworden und auch viele sagen das dann. Und trotzdem bleibt das ohne Wirkung. Im katholischen Bereich wurden dann einfach die Pastoren und versetzt. Das kann nicht die Reaktion unserer Gesellschaft sein auf solches Unrecht. Sondern angemessene Reaktionen sind, dass wir sagen, diesen speziellen Bereich Sexualstrafrecht, da verdoppeln wir die Verjährungsfristen. Viele Delikte sind im Moment mit 5 Jahren Verjährungsfrist belegt, die würden dann auf 10, die bei 10 sind, würden auf 20 angehoben. Es gibt auch wenige, die länger sind. Die andere Variante war die komplette Aufhebung der Verjährungsfristen. Ich weiß nicht, ob ihr euch diesem Vorschlag anschließen könnt, aber zumindest dieser Mittelweg, die Verdoppelung der Verjährungsfristen, würde mich persönlich freuen, wenn da einige ihre Stimmkarte heben können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke auch. Jetzt frage ich auch hier, gibt es eine Gegenrede zu dem Antrag V02? Und das macht Jerzy Montag. Du hast hier 1 Minute Zeit, 3 Minuten Zeit. Liebe Delegierte, wir beschäftigen uns zum wiederholten Male, wenn ich mich recht erinnere, das dritte Mal mit diesem identischen Antrag auf einer BDK. Und ich sage ganz deutlich, wenn die Partei und die Bundestagsfraktion sich mit den berechtigten Anliegen in diesem Antrag nicht beschäftigt hätte, dann hätte man darüber reden können, ob es politisch Sinn macht, Jahr um Jahr auf jeder BDK einen neuen Antrag zu stellen. Aber was ich den Antragstellern wirklich vorwerfe, ist, dass sich die Partei mit dieser Frage intensiv beschäftigt hat und zu einer Lösung gefunden hat, dass sich die Bundestagsfraktion mit dieser Frage intensiv beschäftigt hat und einen Gesetzentwurf erarbeitet hat und dass die Antragstellerinnen und Antragsteller dieses Antrags darauf kein einziges Wort verwenden. Ich wiederhole an dieser Stelle noch einmal, die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern
an der Verlängerung der Verjährungsfristen aufzuhängen, ist ein Tunnelblick und greift zu kurz. Wir müssen vorne anfangen. Wir müssen anfangen bei der sozialen Prävention. Am Anfang steht die politische Forderung, Kinder zu ertüchtigen, Nein zu sagen. Kindern zu sagen, dass sie nicht schuld sind, wenn ihnen etwas passiert. Das muss im Unterricht, das muss in der Erziehung, das muss im sozialen Feld anders als bisher, anders als in der Vergangenheit, in der Gesellschaft klar sein. Das zweite Feld ist die kriminologische Prävention. Der runde Tisch, der sich anderthalb Jahre mit dieser Frage beschäftigt hat, ich war für die Grünen dort und habe dort anderthalb Jahre mitgearbeitet, hat ein Handbuch herausgegeben, da waren alle Jugendverbände, alle Sportverbände, Betroffenenverbände, die Kommunen und daran beteiligt, haben ein Handbuch herausgegeben, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, die mit Kindern zu tun hat, sensibilisiert werden, dass die Kultur des Wegschauens und des Verschweigens endlich beendet wird. Das ist der richtige Ansatz, um gegen den Kindesmissbrauch vorzugehen. Und ganz zum Schluss kommt die Frage der Verlängerung der Verjährungsfristen. Wir Grüne haben den Antrag gestellt, dass die dreijährige Verjährungsfrist in Zivilsachen, da geht es um Geld, um Schadenersatz, um das Zehnfache auf 30 Jahre verlängert wird. Kein Wort steht dazu in diesem Papier. Und bei den strafrechtlichen Verjährungsfristen gehen wir einen anderen Weg. Statt diese pauschale Verdoppelung, die hier andiskutiert wird, haben wir gesagt, wir wollen die Verjährung stoppen bis zum 25. Lebensjahr. Und sie beginnt überhaupt erst mit 25 an zu laufen. Die allermeisten sexuellen Missbrauchsfälle haben eine Verjährung von 20 Jahren. Das bedeutet, wir werden dann im Schnitt bei 35 und 40 Jahren sein, wenn unser grüner Vorschlag im Bundestag die Mehrheit finden würde. Das ist ein vernünftiger Gesamtansatz. Soziale Prävention, kriminologische Prävention und dann eine vernünftige Verlängerung der Fristen. Das ist konkret ausgearbeitet. Die BAG Demokratie und Recht hat das einstimmig angenommen. Die Bundestagsfraktion hat das vorgelegt. Deswegen bitte ich euch, diesen Antrag, der hier vorliegt, abzulehnen. Ich danke euch. Gut, dann kommen wir jetzt in die Abstimmung des Antrags V02. Wer für den Antrag V02 ist, bitte jetzt um das Kartenzeichen. Und jetzt, wer gegen den Antrag V02 ist? Danke. Die Enthaltungen? Bei wenigen Ja-Stimmen, einige Enthaltungen, es hat mit großer Mehrheit abgelehnt.